Weißt du was, liebe Zuschauerin? Ich schalte hier mal um und dann zeige ich dir mal noch ein bisschen hier. Mach du mal? Ich bin noch live, ja. Alles klar. Ich habe gedacht, ich zeige mal noch hier ein bisschen die schöne Umgebung hier zum Abschluss. Das hier ist der wunderschöne Pool. Und hier ist direkt das Meer. So, und das hier, das gehen wir nochmal zurück an meine Ecke, wo ich gerade hockte, als die Ines zu mir kam. Denn eigentlich habe ich ja das Video hier auch benannt, warum der Loslassen manchmal hilft. Und da gehe ich auch gerne noch drauf ein. So, dann lasse ich mich hier mal wieder nieder und schalte die Kamera mal wieder um. Genau, also, warum Loslassen dir manchmal hilft, darauf wollte ich eigentlich eingehen. Kleines Beispiel. Ich habe heute Mittag hier gefühlt den ganzen Nachmittag, so lang war es nicht, aber ich hatte noch Termine und zwischendrin habe ich es immer mal wieder versucht, ein paar technische Herausforderungen zu lösen. Und ich habe es einfach nicht hingekriegt. War schon nah dabei, mich zu ärgern, aber da dachte ich, nein, ärgern bringt jetzt auch nichts. Lass einfach mal los, zwischendrin immer mal wieder andere Dinge gemacht, dann mich wieder mit dieser Technik auseinandergesetzt, nochmal was probiert, nochmal was anderes probiert. Und lange Rede, kurzer Sinn, ich habe es dann einfach mal abgegeben ans Universum und habe losgelassen und habe mich jetzt hier niedergelassen. Habe gerade eine leckere Kokosnuss noch hier gelöffelt. Wo ist sie denn? Wo ist die Kokosnuss? Da ist sie. Sorry, schlechte Kameraführung. Bekomme jetzt gleich noch einen leckeren Thymian-Tee hier serviert. Also der schmeckt hier mega genial, fantastisch. Ganz, ganz anders als unser Thymian-Tee zu Hause. Da schwärme ich, habe ich das ganze Jahr noch von geschwärmt, von letztem Jahr eben. Deshalb, das braucht auch immer eine Weile. Braucht immer so eine halbe Stunde etwa, bis die den hier gemacht haben. Also die haben da eine ganz besondere Brühtechnik, keine Ahnung, wie sie es machen. Ist auf jeden Fall einmalig gut. Okay, zurück zum Thema. Und jetzt hier, als ich wirklich losgelassen habe, aus der Villa rausgegangen bin und gedacht habe, so jetzt ist mir gerade egal. Entweder finde ich jetzt noch die Lösung, ich gebe es jetzt ab, oder ich muss halt auf diese Technik, was ich da gerade versucht habe, einfach verzichten und dann soll es eben auch so sein. Aber mein Kopf hätte das jetzt schon gerne in das Seminar, in das Retreat morgen früh integriert. Ja, und dann hocke ich hier und habe losgelassen und zack, schon sind die Informationen zu mir geflossen, warum es nicht so funktioniert hat, wie ich es wollte. Habe es dann auch gleich getestet und jetzt funktioniert es. Warum erzähle ich dir das? Wenn du zum Beispiel da hockst und willst so krampfhaft deinen Seelenplan entdecken und kommst irgendwie nicht weiter und bist so mit Druck und mit Zwang dran, das funktioniert dann einfach nicht. Deshalb lass dann einfach mal los. Leg lieber dein Buch, dein Büchlein, dein Zettel oder wo auch immer du, wenn du deinen Seelenplan in den Computer reintippen willst, in eine Word-Datei, dir Notizen dazu machen möchtest, dann klapp einfach Computer mal zu und lass einfach mal los. Schlaf mal eine Nacht drüber, beschäftige dich am nächsten Tag nochmal mit oder später nochmal damit. Und das ist einfach manchmal so, so hilfreich. Einfach loslassen und es abgeben ans Universum, das Universum vielleicht zusätzlich noch um weitere Informationen bitten und dann läuft's, wirst du merken. Okay, also meine Liebe, loslassen ist manchmal sehr, sehr hilfreich, die abschließende Botschaft. Und jetzt schalte ich noch einmal hier um und schenke dir noch einmal einen ganz tollen Blick von meiner Couch hier aufs Meer. Tschüss.